Mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, ihr seht es bereits im Titel, wir machen heute mal wieder Omegle mit Luca. Okay. Falls ihr die Website Omegle nicht kennen solltet, da kann man Videochatten. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt von einem alten Omegle-Video von mir. Wichser, dieser Kongkraft, der ist es doch. Kann es irgendwie wegdrücken. Das machen wir heute. Allerdings nicht normal einfach, dass ich mit den Leuten laber etc. pp. Das wird natürlich auch im heutigen Video drin vorkommen. Allerdings werde ich, wenn ich auf die Leute treffe, denen einen dummen Witz vorlesen und auf die Reaktion warten. Hi. Hallo. Ja, moin. Wie geht's dir? Gut. Cool. Was machst du so? Ah, das. Alles. Scheiße. Ich meine, immer toll. Oh, warum? Nein, fang nicht an zu weinen. Nein. Wie geht's dir? Gut. Ey, nein, bitte wein nicht. Warte. Nein, ich kann nicht handeln, wenn Leute weinen. Ey. Jetzt heulen wir hier beide. Du bist ja mega emotional. Ey, möchtest du vielleicht ein Foto machen oder irgendwie sowas? Vielleicht ist der Luca auf. Hi, hast es? Sehr gut. Ey du, ich habe auch einen Witz vorbereitet. Ich wollte jeder Person, mit der ich heute Videochatte auf Omegle, wollte ich einen Witz vorlesen. Hm? Bist du bereit? Ja. Kommt ein Dachdecker in eine Bar. Da sagt der Wirt, der geht aufs Haus. Schau mal, das Problem ist, ich hatte auch mal ein Luca-T-Shirt, ne? Ja, so? Also den Witz fandst du, glaube ich, nicht so cool. Ja, genau. Er hat mich zum Ausrutschen gebracht und da bin ich halt in Schlamm gefallen. Aha. So. Okay, und dadurch ist dein T-Shirt dreckig geworden. Ja. Ah, das ist natürlich scheiße. Ich habe mal eine Frage, könnte ich dann auch ins Video kommen? Nein. Er holt jetzt seinen Bruder. Ja, du, ey, du, ich habe heute, ich mache wieder so Omegle, also merkst du ja, dass ich das gerade mache, so Videochatten mit ein paar Zuschauern, und ich habe für jeden einen Witz vorbereitet. Ja, okay, hau halt raus, los. Ein Vampir auf dem Tandem wird von der Polizei angehalten. Sagt die Polizei, haben Sie etwas getrunken? Da antwortet der Vampir, ja, zwei Radler. Das war's hier wohl wirklich komplett. Hi. Hi. Was geht? Oh mein Gott, warte mal. Mama? Mama? Die ist gerade nicht da. Meine Mama ist so ein Riesenfan von dir, ich sag's dir. Deine Mama? Ja. Deine Mutter ist ein Riesenfan von mir? Ja. Ey du, ich habe für die heutige Folge, habe ich mir für jeden, den ich treffe hier bei Omegle, habe ich einen Witz vorbereitet. Okay. Einen richtig guten Witz. Okay, schieß los. Ich habe gestern bei Weight Watchers angerufen, aber es hat keiner abgenommen. Du lachst nur aus Mitleid, ne? Ja. Oh mein Gott! Hi! Was geht? Alles klar bei euch? Hallo! Ihr hört euch an wie so jaulende Welpen. Wollt ihr ein Foto machen oder so? Da filmt ihr gerade schon die ganze Zeit. Ja. Danke. Kein Ding, bitteschön. Aber Mädels, ich habe heute für jeden Gast, den ich hier treffe bei Omegle, habe ich einen mega krassen Witz vorbereitet. Okay. Ich erzähle ihn euch mal, okay? Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli! Okay. Ich hab nicht gelacht, fand ich nicht witzig. Fand ich nicht witzig? Guck mal, ich hab wieder Merch. Alter! Ja, cool. Geil. Geil, was? Hä, das ist gar nicht mein Merch. Ah doch, das ist mein Merch. Okay, gut. Wie fandet, also auf einer Skala von 1 bis 11, wie fandet ihr meinen Witz? Minus 1. Minus, oh. Ja. Das ist das beste Kompliment, das ich je bekommen habe. Glück! Oh nein! Das ist Jule, meine Damen und Herren. Ich habe seit 20 Minuten versucht, dich zu finden. Summa summarum juckt aber im Endeffekt niemanden. Ich habe dich ja hier oben gehört und ich habe immer zugehört, wenn du gesagt hast Tschüss. Und dann habe ich immer auf neuen Partner suchen geklickt. Ey, du bist so ein Opfer, dass du nichts Besseres zu tun hast, ne? Ich bin auch ein Fan von dir. Ja, aber ein ziemlich beschissener. Naja, Jule, also für jeden gilt ja hier das Gleiche. Ich habe ein paar Witze vorbereitet, die ich jedem Kandidaten... Den mit Brokkoli fand ich auch nicht so lustig. Ja.
Maul. Treffen sich zwei Rosinen. Sagt die eine zu der anderen, warum hast du einen Helm auf? Da sagt die andere, ich muss gleich in den Stollen. Lachen. Wo bleibt der Witz? Aua. Ja, okay, willst du noch ein Foto malen oder so? Cool, danke. Möchtest du mir noch deine Fanpage sagen, dass ich da bei Instagram vielleicht mal vorbeischaue? Ja, meine Fanpage heißt LaserLuca. Ah, okay, da würde ich auch mal vorbeischauen. Hi. Ah, hi. Was geht? Alles super, und bei dir so? Jetzt, als ich dich gesehen habe, nicht mehr so geil. Oh, der hat hart gesessen, Alter. Wir haben morgen wieder Schule, wir hatten Ferien. Ihr habt morgen wieder Schule? Habt ihr nicht schon längst wieder Schule? Mm-mm, Sachsen. Ach ja, ihr macht eh nur Ferien. Du, ich habe für jeden, den ich heute treffe, hier auf Omegle, habe ich einen Witz vorbereitet. Oh cool, hau raus, Alter, hau raus. Wie viele Liegestütze kann Chuck Norris? 5. Nee, alle. Ah, cool. Ja. Das ist super cool. Du, aber da du den nicht so lustig fandest, habe ich noch einen zweiten für dich. Okay, hau den auch raus. Was ist süß und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Aha. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Der ist hart. Der ist, ja. Komm, ich habe noch einen dritten für dich. Hau den auch raus, ja. Ja, ich hau ihn raus, ich hau ihn raus. Kommt ein Cowboy zum Friseur, Pony weg. Also, Das ist wirklich wow. Ich glaube, ich sollte meinen YouTube-Kanal löschen. Nice, hab ich, Alter. Danke, Mann. Perfekt, kein Problem. Jetzt der beste Tag deines Lebens, oder? Definitiv nein. Hi. Hi, bist du der Echte? Nee, ich bin fake. Dankeschön. Kein Problem. Kann ich noch zwei Leute grüßen? Ja, klar, natürlich. Dann grüße ich Carina und Laura. Schöne Grüße an euch, Carina und Laura. Hi. Oh mein Gott, ich muss wieder. Ich auch, kein Problem. Ich habe für jeden, den ich heute hier bei Omegle treffe, habe ich einen mega, mega krassen, innovativen Witz vorbereitet. Mhm. Soll ich deine Begeisterung hält sich in Grenzen? Du weißt ja, wie japanische Krieger heißen, ne? Die nennt man ja Ninjas, also wenn die halt irgendwie rumkämpfen. Wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? Erzähl. Nun ja. Oh Gott. Wie nice fandest du den Witz auf einer Skala von 13 bis 400? Toastbrot. Hätte ich auch gesagt. Hallo. Hallo. Na? Wie geht's? Gut. Müsste mein Hund sehen? Ja! Zeig! Oh! Oh! Oh, was eine Süße! Tina. Oh, die Schwester heißt Bibi, oder? Ja, aber wo ich hier gerade schon bei schlechten Witzen bin, ich habe mir gedacht, dass ich jeder Person, die ich heute hier bei Omegle treffe, einen Witz erzähle. Okay. Okay, ich schieß mal los. Wie nennt man verärgerte Gummibärchen? Keine Ahnung. Harry Bös. Das, ja. Wahnsinn! Luca, geiler Humor. Also, meine liebe Tina, der Witz für dich ist, wie nennt man ein trauriges Kondom? Weingummi. Oh mein Gott. Sieht so aus, als würde sie weinen. Wie nennt man Mobbing im Weltall? Oh, keine Ahnung. Allgemeinheit. Oh mein, ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir erst im zweiten Moment gecheckt, ne? Alter! Aus welchem Material bestehen Straßen im Weltraum? Keine Ahnung. Alter! Verstehst du? Alter! Ja, ja. Der! Den habe ich mir gerade ausgedacht, ey, das ist schon. Das ist nicht so schlecht. Hallo. Hi. Hä, lol. Lol. Was geht? Alles. Bei dir? Bei mir geht auch alles. Hast du morgen wieder Schule? Kommst du überhaupt aus Deutschland oder Österreich oder so? Ich komme aus NRW. Aus NRW? Wo NRW? Wenn ich jetzt sage, ja, du bist gerade am Aufnehmen, ne? 1 hour later. Ich habe einfach gerade off-camera rausgefunden, dass wir beide aus dem gleichen Scheiß-Pissort kommen. Er geht auf eine Schule, die 2 Kilometer von mir ist, da wo meine Eltern wohnen. Krass. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Zuschauer. Also das gerade war, das war ja mega der Zufall. Ich frage ihn so, wo kommst du her? Er sagt so, mein Ort. Mein Heimatort, ey, das war mega krank. Er hat mich auch schon mal getroffen. Wo du am Straßenrand standest mit deinem Mini, hattest du, glaube ich, irgendwie eine Panne oder so gehabt. Classic Luca. Ist aber auch komplett egal. Ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt das heutige Video beenden. Wenn euch dieser Teil Omegle mit Luca gefallen hat, dann lasst einen fetten Daumen hoch unter diesem Video hier. Da schaffen wir 50.000 Likes.
Wenn wir das schaffen, kommt nächste Woche direkt ein zweiter Teil Omegle mit euch und mir, mit Luca. Und jetzt abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und das Outro ist jetzt dran.